Hallo und willkommen zurück auf meinem Kanal. Grounded unser Spiel und wir wollen heute mal schauen, dass ich die Bienenrüstung, einen Moment, die zeige ich kurz, noch vervollständige. Marcel, schönen Dank für die Kommentare, wunderbar. So, da haben wir es, ja. Der Bienenschulterpanzer und wir haben hier noch die Beinschienenpanzer. Und die haben wir beim letzten Mal aus dem Ameisenbau geholt. Was habe ich in der Zeit gemacht? Zwischendurch einmal kurz was zu trinken geholt, was gegessen, ein bisschen noch gegrillt und ja, meine Trinkflasche gefüllt, damit ich nicht wieder unterwegs suchen muss. Und möglichst, was mache ich denn da? Upsa. Okay. Auf jeden Fall, damit ich nicht lange suchen muss, damit wir damit keine Zeit vertrödeln. Jetzt ist natürlich die Sache, wenn ich die Bienenrüstung vervollständigen möchte, dann brauche ich auch wieder mal eine Fackel. Und da weiß ich jetzt gar nicht, ob ich die nun dabei habe. Moment, da müssen wir nochmal schnell schauen. Denn ich habe zwar noch eine Fackel dabei, aber die sind beide fast verbraucht. Und ich schätze mal, das wird wohl so nichts. Und dementsprechend gehen wir mal ins Herstellen-Menü. Und Werkzeuge da. So. Wo haben wir sie da? Wir haben natürlich auch die verbesserte Fackel. Das bedeutet, wir brauchen grobes Seil und trockener Grasbrocken. Zwei Stück haben wir, drei brauchen wir. Okay. Das bedeutet, grobes Seil müsste ich auf die Schnelle herstellen können. Genau. Gut, kann ich. Dann. Moment, hier wieder hin. So, trockener Grasbrocken. Na, das ist ja nicht so schwierig. Ja, und natürlich geschlafen hatte ich auch. Bedeutet natürlich, dass ich dementsprechend ausgeruht bin und die Sache mit dem Trinken finde ich persönlich wirklich schlimm. Mannhaut sollte ich mir vielleicht auch nochmal besorgen, weil Moment, jetzt muss ich erstmal trockenes Gras finden. Das sollte doch trocken sein. Ja, trockenes Gras haben wir. Gut, die vier. Was? Warum? Ja, ist ja gut. So. Pack es um. Ja. Gut. Nehme ich sie alle mit. Wieder ein Platz. Naja, gut, okay. Lieber ein paar mehr, dann kann ich sie einlagern. Und das nächste Mal in der Base dann am besten gleich. Wo wollte ich hin? Da, Ameisenbau. So. So, ja. Auf dem Weg dorthin werden wir sicherlich noch irgendwas finden. Und ich bin schon gespannt, was. Ah, komm, hoch da. Das ist ein bisschen hoch. So, lauf, lauf, lauf. Lauf. Nicht aus den Augen verlieren. Da hinten müssen wir hin. Ja, mit der Ameisenrüstung sind wir ja soweit geschützt. Die Ameisen merken ja gar nicht, dass wir da sind. Juhu, wunderbar. Wir können also in den Ameisenbau rein. Beim letzten Mal habe ich das ja festgestellt. Es funktioniert ziemlich gut. Ich habe mich sogar noch nicht mal verlaufen. Ja, das ist natürlich sehr hilfreich, wenn man sich nicht verläuft. Und jetzt sieht es aber so aus, dass ich meine Ameisenkeule, die müsste ich reparieren, also brauche ich dafür noch einmal, wie heißt es, Ameisenmandibel. Ja, Ameisenmandibel. Und ich muss also auf jeden Fall eine Ameise mir holen, beziehungsweise verhauen. Ja, Durst hat er nämlich auch schon wieder. Ja, aber wir sind schon fast da. Lauf. Nein! Nicht doch ein. Oh. Nicht da rein. Das Ausruhen wird immer langsamer. Liegt das am Gewicht? Gute Frage. Oh ja, genau. Ja. Da gucken wir doch einfach. Ja, da gucken wir einfach mal zu. Ich möchte nämlich den Loot haben. Oh, wunderbar. Noch eine Ameise. Die hole ich mir. Ja. Also, Ameisenmandibel hat sich scheinbar schon erledigt.
Und in der Zeit, wo die miteinander kämpfen. Noch eine Ameise, sehr gut. Ist allerdings eine kleine. Ha! Super, her damit. Ja. So, was haben wir denn gekriegt? Marienkäferbrocken dreimal. Okay, mehr nicht. Was? Moment, kann ich den? Nein, kann ich nicht, weil er weg ist. Gut. Wahrscheinlich auch so nicht. Aber die Ameise würde ich auch noch. Ja. Denn für Reparaturen brauchen wir diverses Material, auch von den Ameisen. Und ich wollte doch eigentlich, ja, erstmal was trinken, ne? Ja. Ja, trinken ist gut. Ein bisschen verwirrt heute. Ja, die wollte ich noch analysieren. Die kann ich also nicht zum Reparieren benutzen. Marienkäferbrocken muss ich auch noch analysieren. Ja. Also, um die zu reparieren. Erstmal müssen wir die wieder anlegen. Ja, ist die bessere Idee. Fackel, 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 Fackel herstellen. Da ist die Fackel und wir haben alles dabei. Jawohl. Herstellen, ausrüsten. Schön. So. Also, wir haben die verbesserte Fackel. Und jetzt rein da. Attacke. Lauf, lauf, lauf. Lauf, kleiner Piet. So, mal gucken, ob wir uns. Ah ja, trinken. Glatt das Trinken vergessen. Wo ist die Trinkflasche? Da. So, verbrauchen. So, ja, das sieht doch schon besser aus. Obwohl Hunger hat er auch. Dann nehmen wir doch mal die 6. Egal, da musst du durch. Stell dich nicht so an. Rosenkohl ist übrigens lecker. So. Ja, hier waren wir schon mal. Sehr gut. Und das bedeutet, hier kommt doch bestimmt auch gleich das Loch, wo ich reingefallen bin. Wo war das doch gleich? Da? Oder da? Nee, ich glaube, hier war das nicht. Denn meine Vermutung ist, dass ich das genau dort unten auch noch finde. Ach ja, Marcel sagte mir auch noch in den Kommentaren, es gibt noch einen Bienenspeer. Was natürlich schön ist. Der ist bestimmt auch sehr nützlich. Mich interessiert aber viel mehr die Bienenrüstung. Was die uns für einen Bonus bringt. Ah, hier ist das Loch. Jo. Dann war das da hinten doch richtig, glaube ich. Naja, rein da. Ups. So. Mal schauen. Ja, die Stelle haben wir also schon mal wieder. Jetzt habe ich aber noch keinen verbesserten Hammer oder sowas. Was natürlich bedeutet, ich kann das nicht zerkleinern, aber das können wir ja später noch. Ja, genau. Wie kann ich jetzt hier die Fackel ablegen? Wir versuchen es mal so. Ja. Schon nicht schlecht, weil da hinten ist noch pure Wissenschaft. Die will ich mitnehmen. Tauchen. Ja. Sehr gut. Wo geht's hier lang? Hoffentlich kann ich hier raus. Hier, da. Gut. Und ich würde sagen, die Fackel habe ich nicht im Menü. Schade. Schade. Da. Die sollte ich vielleicht auch noch ins Menü legen. Ja. Gut. Das ist natürlich die Frage, wo bin ich hier? Ja. Irgendwo im Ameisenbau. Ja. Mal schauen. Ah ja, hier bin ich wieder. Gut. Auch schön. Das war aber eigentlich anders gedacht. Rein da. Okay, haben wir auch. Wo bin ich jetzt lang? Da. Mal gucken, wo es hier lang geht. Toll, im Kreis. Ich hoffe, ich finde die Bienenrüstung überhaupt. Das wäre ja echt schön.
Da ist es nicht. Was? Hm. Okay, hier geht's wieder hoch. Aber da gibt es ja noch mehr Gänge, denke ich mal. Das probieren wir aus. Hi, Ameise. Ja, ganz schön, wie soll ich sagen, buggy das Ganze hier. Leute, da müsst ihr echt mal ein bisschen dran arbeiten. Das geht so gar nicht. So. Gucken, hier lang. Wie? Oh, schon wieder Durst. Nein. Ah. Na, das nützt mir nichts. Nee. Halt. Aha. So war das jetzt auch nicht gedacht. Fackel raus. Und. Wo ist die Trinkflasche? Na, nehmen wir die. Was? Wieso ist die Trinkflasche jetzt da nicht mehr? Sehe ich die nur nicht? Sehe ich die einfach nur nicht? Das ist doch nicht schön. Hm. Mal gucken. Ach, da ist sie doch. Da. Okay. Ah. Was? Jetzt. Nice and clean. Merkwürdig. Okay. Jo. Dann sollten wir vielleicht auch noch was essen. Okay, das findet er wenigstens gut. Tja, jetzt hätte die Frage, sollte ich die Bienenrüstung weitersuchen oder aufgeben? Hm. Okay, hier brauchen wir eine andere Ansicht. Dann nehmen wir die. Okay. Ja, ist vielleicht insgesamt die bessere Idee. Ameise, ich komme. Ich komme. Hm. Die ist mir zu langsam. Und da bin ich wieder in dem Loch. Interessant. Hm. Okay. Tja, hier ist nun mal nichts. Was soll ich machen? Hm. In die Richtung haben wir das schon gehabt? Ich glaube auch nicht. Aber hier bin ich noch nicht gewesen. Gut. Ah, ich sehe nichts. Wo bin ich hier? Nein. Ah. Oh. So. Gut, ich bin zwar wieder draußen, aber ich habe null Ahnung, wo ich hier bin. Obwohl, das ist doch die Stelle, glaube ich, wo ich rein bin, um mir die pure Wissenschaft zu holen. Hm. Wissen? Nee, da war nichts. Ja, soll ich dich befreien, sozusagen? Nö, das lassen wir auch. Ich möchte die Rüstung finden. Denn Marcel sagte ja, die ist hier irgendwo in der Höhle. Also, ja gut, okay, das ist jetzt eine Höhle für mich. Was? Wo ist das Käferfleisch? Habe ich das hier liegen lassen? Okay. Hm. Ja, ich habe keine Idee gerade, wie ich die finden kann. Mein Scub zeigt mir natürlich auch nicht an, wo das Ding ist. Achso, das war ja da, wo wir im Kreis gelaufen sind. Auch nicht so gut. Ja, jetzt irre ich hier schon seit Ewigkeiten rum. Irgendwie keine Ergebnisse und das ist mir ganz schön unangenehm, muss ich ja jetzt mal so sagen. Schon wieder hier. Ich wechsle mal die Ansicht, vielleicht ist das angenehmer. Also fackeltechnisch haben wir noch Zeit. Das ist nicht das Problem. Vielleicht mal hier gucken. Ach nee, da ist nichts. Bin ich jetzt daher gekommen oder war das der andere Gang? Ich probiere mal hier lang zu gehen.
glaube, hier komme ich wieder raus, oder? Ja. Das war jetzt nicht so clever. Noch ein Versuch. So, ohne Ergebnis hier möchte ich das eigentlich auch nicht zurücklassen. Ich irre hier noch ein bisschen durch die Gegend. Jo. Vielleicht sollte ich mir sowas wie Wegmarkierungen machen, damit ich mich nicht so brutal verlaufe. Beziehungsweise nicht dieselben Stellen wieder aufsuche. Ob die vielleicht sogar im Wasser sein könnte? Dass ich die nur übersehen habe? Irgendwas muss ich hier machen, glaube ich. Also an Wegmarkierung würde ich sagen. Ah, ich weiß aber noch nicht so genau, was. Was könnte ich denn da nehmen? Irgendwas fallen lassen? Hier komme ich doch wieder raus. Tja, ich würde sagen, ich habe keine Ahnung, was passiert. Wenn ich jetzt im Bau eine Ameise angreife, die da, was passiert mit den anderen Ameisen? Greifen die mich dann doch an? Wir probieren es. Ja, komm. Was ist denn jetzt los? Wo ist? Nein, nein, nein. Schön. Toll, jetzt ist es dunkel. Klasse. Ah, nein. Ja. So war das nun gar nicht gedacht. Ah. Okay, wir sehen uns am Rucksack. Okay. Das ist jetzt natürlich richtig übel. Nein. Lauf. Nein. Lauf, 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 lauf. Oh. Gibt's doch gar nicht. Lauf. Komm schon. Ja, 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 ja. Okay. Auf jeden Fall wieder ein bisschen Action hier, super. Aber sterben will ich nicht und die Spinne ist immer noch hinter mir. Lauf. Bisher läuft's nicht so schlecht. Super. Was mach ich jetzt? Oh oh. Oh oh. Uff. Ja. Oh, die paar Meter hätte ich auch machen sollen. Vielleicht wäre sie dann von den Ameisen angegriffen worden. Das wäre doch auch was gewesen. Naja. Okay, ist zu spät. Halt. Jetzt habe ich keine Fackel. Nein. Unglücklicherweise habe ich die Fackel abgelegt. Also eingesteckt. Oha. Jetzt müsste ich das auch noch ohne finden. Da vielleicht? Das ist noch nicht in der Nähe. Aber fast. Na, zum Glück werden wir wenigstens nicht angegriffen hier.
So. Ja. Und die Ameis hängt da immer noch rum. Und hat wieder volles Leben. Finde ich jetzt nicht fair. Wie machen wir das jetzt am besten? Erstmal Licht machen. Licht machen ist gut. Neue Überlegungen. Und ich würde sagen, lasse ich die in Ruhe oder nicht? Also eben, das war ja nun nicht so schön. Nichts gesehen, die Angriffe zwar, aber letztendlich irgendwie nicht so gut. Kann ich das vielleicht von hier aus sehen? Irgendwie möchte ich die verhauen. Ich möchte, ja, ich möchte. Oder nehme ich den Speer? Den Speer kann ich doch gleichzeitig nehmen. Nein, das ist ja die Schaufel. Das bringt nichts. Da, die nehmen wir. Jo, versuchen. Was soll ich machen? Halt, erstmal was essen. So, die 7. Und ja, unser Leben geht wieder hoch. Ich sollte das vielleicht nicht hier drinnen machen. Oder... Nee, ich suche mir draußen eine. Ich glaube, das ist besser. Dann kann ich wenigstens auch was sehen. Jetzt muss ich allerdings irgendwie wieder rausfinden. Wo bin ich jetzt genau hergekommen? Ich glaube, dort. Und... War das der Weg? Da steckt auch noch eine drin. Oha. Leute, ihr müsst euch mal... Oh. Um eure Bugs kümmern. Das ist nicht schön. Und ich muss mich darum kümmern, dass ich hier wieder rausfinde. Ja, das sieht gut aus. Ja. Lieber eine Ameise oben. Nee, da ist immer noch nichts. Noch eine, die da steckt? Nö. Mal gucken. Jo. Ja, für hier drinnen ist das gar nicht so schlecht. Teilweise. Aber. Nee. Da sind wir wieder auf dem falschen Weg. Und hier geht es ja gar nicht lang. Ich stecke fest. Wieso stecke ich fest? Ach so. Ja, das ist nämlich das Problem. Man sieht nicht, dass man an irgendwas hängen bleibt. Und deswegen ist die Ansicht nicht so schön, finde ich. Auf jeden Fall geht es hier erstmal wieder raus. So. Ja. Bisher nicht so entspannt, das Ganze. Ich vermute mal wahrscheinlich auch ein bisschen langweilig zurzeit. Okay. Und ich will mal schauen. Ja, ich will mal schauen nach einer Ameise. Und was ist los? Keine da. Ameisenhügel ohne Ameisen. Nee, das ist eine kleine, die will ich nicht. Ach, kommt schon, eine muss doch da sein. Irgendeine Freiwillige. Ich möchte auch die Rüstung jetzt gerade nicht wechseln. Schreckt doch bestimmt den ganzen Haufen hier auf. Tja, ohne Ergebnis hier. Ja, manchmal muss man auch mal ohne Ergebnisse zugeben, dass das nichts wird. Und dementsprechend kann ich jetzt hier so an der Stelle erstmal nichts machen. Ich hoffe, es hat euch trotzdem gefallen. Kommentiert, sagt mir, was ich falsch gemacht habe. Wo hätte ich vielleicht hingemusst, damit ich es doch finde. Wäre super in den Kommentaren. Ja, und ansonsten nochmal Dankeschön, Marcel. Deine Kommentare sind wirklich sehr hilfreich. Allerdings in diesem Fall muss ich sagen, ich muss mich hier geschlagen geben. Keine Chance, würde ich behaupten. Also du siehst es ja garantiert dann auch gleich selbst. Ja, oder hast es ja schon gesehen.
Und ja, lass doch noch eine Bewertung da. Ich würde mich extrem freuen und dann sehen wir uns beim nächsten Mal. Ciao.